Was wir wollen? Amadeo-Antonio-Stiftung. In eurem Stiftungsrat sitzt ausgerechnet der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Eure Vorsitzende, Annetta Kahane, hat jüngst auf dem Symposium der Ostdeutschen Verfassungsschutzämter referiert. Darüber hinaus traust du den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Eure Mitarbeiter haben sich mit GeheimdienstlerInnen über Recherchemethoden ausgetauscht. Und darüber hinaus war der Thüringer Präsident des Verfassungsschutzes als Redner zum Thema Rechtsextremismus bei einer Veranstaltung von euch eingeladen. Liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, das geht gar nicht. Ihr macht euch doch total unglaubwürdig. Wie ihr aus dem Schlamassel rauskommt? Wir unterstützen euch gern dabei. Deswegen haben wir doch etwas vorbereitet. Kommt endlich raus aus der Geheimdienstecke. Jo, moin moin. Besten Dank fürs Reinschalten, besten Dank fürs Zuhören. Die Hate Speech Bestrebungen von unseren Ministern, Ministerinnen, machen sich langsam in im Mainstream breit und der Mainstream reagiert. In dem Fall ist es hier noch Cop Online und der Wisniewski. Aber es wird sicher auch noch weitere Kreise ziehen, denn da ist auch einiges rausgekommen. Lass den Wisniewski das hier gerade mal ganz kurz zusammenfassen. Für die, die es noch nicht kennen und was da wissen, was da abgeht, bezüglich sozusagen Internetzensur oder dem Versuch der Zensur. Hat das Internet und die Öffentlichkeit seit einiger Zeit enorm zu leiden unter einer Frau namens Annetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und diese Frau hat also unser verehrter Justizminister Heiko Maas ausgerechnet in seine Taskforce zur Bekämpfung von Hassbotschaften im Internet aufgenommen. Ja, hier mal Punkt 1, also da würde ich mal bezweifeln, dass das der Maas unbedingt war, sondern der ist, also die Kahane und die Amadeo-Stiftung, die ist im, sind ihm wahrscheinlich eher von der Schwesig, der Frauenministerin, der Bundesfamilienministerin, aufs Auge gedrückt worden. Ich kann mich nämlich erinnern, da einen Artikel gelesen zu haben, in dem es hieß, dass die beiden sich mal diesbezüglich getroffen hatten. Also die wollten ein paar Themen abstimmen. Ich glaube, da war dann auch das neue Sexualstrafrecht bei. Aber ich kann mich eben daran entsinnen, dass das beschrieben wurde mit der Maas war mit einem Mitarbeiter da, der ein bisschen was aufschreiben sollte. Und Frau Schwesig kam mit einem Tross von 27 Personen da an. Ja, und da werden die vielleicht alle schon bei gewesen sein und die werden mir das schon beigebracht haben, was er dazu, wen er wohin zu packen hat und so, weil die diese Abteilung hier, Amadeo-Stiftung, das ist eher auch so ein feministischer Haufen und da ist ja die Bundesministerin für Familien, Frauen und alles außer Männer immer so ein bisschen anfällig für, ne, sich dafür zu engagieren stark. Aber hören wir mal weiter. Und da kann man nur sagen, das kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, denn damit hat er nun wirklich einen riesigen Bock zum Gärtner gemacht. Denn diese Frau mit ihrer Amadeo-Antonio-Stiftung ist äußerst dubios. Sie selbst hat an erster Stelle mal jahrelang für die Stasi gearbeitet. Also das kritisieren ja viele und ist ja auch wichtig, kann und soll man ja auch kritisieren, finde ich auch, dass man natürlich das anmerken muss. Aber es ist natürlich so, dass solche Leute auch nicht direkt ein Berufsverbot dann bekommen müssen. Allerdings vielleicht in einem etwas weniger sensiblen Bereich. Ne? Wäre vielleicht angebracht gewesen. Aber gut, so ist es eben. Und sie hat sich da angedient. Und das ist genau der Punkt. Die hat sich auch schon früher angedient. Bei der Stasi eben. Respektive beim Staat. Ne? Zwischen den Jahren 1974 und 82 zum Beispiel belastete Kahane Dutzende Personen aus ihrem Umfeld, darunter viele Künstler, die sie im privaten Rahmen aushorchte, beispielsweise während einer Faschingsfeier, einer Hochzeit, eines Konzerts oder eines Stadtbummels. Also nicht mal Hochzeiten. Naja, die typische IM-Tätigkeit halt aus der DDR. Nicht schön, ne? Waren der Frau heilig und dabei denunzierte sie bis zum Abwinken sozusagen. Sie berichtete beispielsweise über einen ZDF-Reporter, Studenten, Westberliner Universitäten und sogar, man höre und staune, über in der DDR lebende Ausländer. Und dafür führte Kahane Aufträge aus und erhielt von der Stasi kleinere Geschenke und Geld. Ja, sie führte Aufträge aus, aber vor allen Dingen hat sie sich denen auch von sich aus angedient und angeboten. Sie hat denen von sich aus angeboten, Informationen zu beschaffen. Das ist jetzt das, was dieses Gutachten, was sie da selbst in Auftrag gegeben hatte, dann ebenfalls zutage gefördert hat. Überall sonst aber verschwiegen wird. Ne? Beachtlich ist doch, dass der Justizminister der Bundesrepublik Deutschland, Heiko Maas von der Partei SPD, eine ehemalige Stasi-Frau
mit der Überwachung des Internets beauftragt. Dabei ist das ja noch nicht mal alles, sondern in der Arbeit von Kahane und ihrer Amadeo-Antonia-Stiftung geht's ja ständig um den Kampf gegen Rechte, gegen Rassisten und gegen Radikale. Und da kann man nur sagen, da sollte sich die Dame doch mal an die eigene Nase fassen. Okay, jetzt kommt hier noch das Zitat, irgendwie, dass sie meinte, im Osten wären zu wenig Dunkelhäutige oder so. Das kann man vielleicht auch noch so sehen, tatsächlich, weil die könnten sich ruhig mal daran gewöhnen, dass auch der ein oder andere Ausländer in Deutschland ist. Aber davon mal ganz abgesehen, ist das natürlich richtig, hier zu kritisieren, um die Zusammenhänge aufzudecken. Wie gesagt, es ist jetzt langsam im Mainstream angekommen. Auch die Geschichten um die Julia Schramm, die hier gerne mal von dem Don Alfonso zum Beispiel aufgedeckt werden. Der zieht sich allerdings an dieser Geschichte hoch, die wo die Kahane und ihre Stiftung eine Sendung vom ZDF gelöscht haben wollte. Und das heißt eben im Mainstream ankommen. Ne? Und deswegen nimmt der Mainstream das auch auf und deswegen finden das viele auch direkt scheiße. Ne? Also da haben sie sich direkt irgendwie mit in den Nessern gesetzt. Das ist auch kein Wunder, weil ja eben die Philosophie dahinter entsprechend ist. Wie gesagt, der Don Alfonso sich da ausgelassen, definitiv lesenswert. Ja, wie gesagt, das kommt jetzt eben bei den Leuten an und kann ich auch verstehen, dass sie das kritisch sehen. Der neueste Knaller ist aber eben, dass jemand in dem Team von der Kahane entdeckt wurde, der dritte Teil für ein Geheimdienst, beziehungsweise für, nicht für ein Geheimdienst, für einen Verfassungsschutz arbeitet. Ja, und zwar ist der direkt in der Stiftung, ist direkt in der Stiftung mit drin als Beteiligter. Da hatte ich ja kürzlich am 3.8. schon einen Artikel drüber geschrieben, von den anderen davor, mal ganz zu schweigen. Wird die Stasi-Stiftung Amadeo Antonio zum privaten Verfassungsschutz? Und das war ja nun schon dick genug, denn da ging es um eine Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie, die die Stiftung betreiben sollte oder einrichten sollte und die dieses Projekt ohne jede Ausschreibung von der Thüringer Landesregierung zugeschanzt bekam, einschließlich über 200.000 Euro Etat im Jahr. Ja, das war Punkt 1. Also die kriegen eben Aufträge zugeschanzt, ohne weitere Ausschreibung oder so. Und das ist natürlich ziemlich unüblich. Das macht hier die Bundesregierung innerhalb ihrer Strategie der zur Extremismusprävention und Demokratieförderung. Und hier unten kann man dann eben auch, wenn man ein bisschen scrollt, komm, und das Ganze lädt eine Weile, dann kann man auch sehen, welches Geld in welche Projekte so reinfließt. Und da sind dann auch entsprechend die Projekte aufgelistet und ganz am Ende kommt noch eine Liste mit den Trägern und da steht dann natürlich auch die Amadeo-Stiftung bei. Also hier kann man sich das nochmal dezidiert angucken, welches Geld für was drauf geht. Das ist natürlich nicht alles für diese Internetprävention oder so, aber das betrifft hier laut den Angaben in dem Papier mit der Internetprävention auch nur die Jugendlichen. Aber das ist ja im Prinzip auch nicht der Fall, sondern das geht alle an und auch eben Erwachsene, die gerne hetzen oder auch nicht hetzen. Whatever. Jetzt haben sie sogar innerhalb der Stiftung jemanden ausgemacht, der eigentlich gar nicht in so einem Bereich arbeitet, sondern eigentlich beim Verfassungsschutz beschäftigt ist. Und zwar irgendwie als Chef oder so. Gucken wir mal. Das ist übrigens im Übrigen auch in dem Papier von der Bundesregierung zu lesen, dass da teilweise mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet wird. Gerüchteweise heißt es ja, die Amadeo-Stiftung hätte schon die Möglichkeit, von sich aus zu löschen. Und zumindest widersprochen wurde der bisher noch nicht. Ne? Manche sehen darin aber eben einen weiteren Verfassungsschutz in dieser Dokumentationsstelle, die sich also natürlich hauptsächlich mit Rechten, Rechtsextremismus und ähnlichen Dingen befassen soll. Nach dem Willen der Linkspartei werde sich die frühere Stasi-Denunziantin Kahane mit dem neuen Projekt gar zur Verfassungsschützerin aufschwingen und soll die Doku-Stelle langfristig den Verfassungsschutz ersetzen. Ja, so sieht es wohl aus, dass die Ex-Stasi Kahane mit Hilfe der Landesregierung den Verfassungsschutz umkrempeln soll. Und dann endete ich diesen Artikel mit dem Satz: Ein Witz, denn wenn eins feststeht, dann das, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist selbst ein Fall für den Verfassungsschutz. Und damit meinte ich natürlich die ganze Hetze, die von dort betrieben wurde, speziell von der Mitarbeiterin Julia Schramm, deren Zitate ich ja schon ausführlich gebracht habe in den letzten Videos. Und ja, also auch das ist da schon angekommen, was ich da schon vor 4 Wochen irgendwie gesehen habe auf der Twitter-Seite zum Beispiel vom Bundesministerium für Frauen,
an denen man das eben geschickt hat. Wie gesagt, kommt jetzt im Mainstream an. Gut, der Kopfverlag ist vielleicht nicht Mainstream unbedingt, aber der Wisniewski an sich ja schon, der hat ja damals auch sich die Meriten verdient mit dem Buch Das Raff-Phantom, heute nicht mehr ganz so angesehen, möglicherweise alleine wegen des Kopfverlags. Ne? Artikeln. Deshalb meinte ich also, diese Stiftung sei selbst ein Fall für den Verfassungsschutz. Das ist wirklich ein guter Witz, denn da wusste ich ja noch gar nicht, der Verfassungsschutz sitzt selber höchst selbst ganz dick in der Stiftung drin. Und zwar mit diesem Herrn hier. Wissen Sie, wer das ist? Das ist der Präsident des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer. Monsieur le Président himself. Ja, der Präsident sitzt da selber in der Stiftung oder so. Ist da Mitglied. Und derselbe Mann, der sitzt in der Antonio-Stiftung hier als Stiftungsrat. Ja? Ja, als Berater dann sozusagen wahrscheinlich, ja. Berater ist gut, ne? Das heißt also, die Stiftung ist sozusagen selbst der Verfassungsschutz. Na, allermindestens werden sie kontrolliert vom Verfassungsschutz oder unterwandert oder irgendwie, arbeiten für die im Prinzip, ne? Und wer das nicht glauben will, schauen wir mal schnell nach. Hier beim Thüringer Verfassungsschutz, Verfassungsschutz Thüringen, passen Sie mal auf hier, Verfassungsschutz über uns, hier. In diesem gemütlichen Bauwerk residiert er also. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen auf den Internetseiten des Amtes für Verfassungsschutz. Und da, wen haben wir denn da? Den Herrn kennen wir doch. Das ist der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer. Ja, ist geil, ne? Ich meine, der Name ist zwar relativ beliebig, aber der Typ ist wohl derselbe, ne? Der hier nämlich, ja. Und das ist ja nun wirklich ein ganz dicker Hund und eine ganz dicke Frechheit, denn bekanntlich ist ja die Amadeo-Antonio-Stiftung eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, sie wird auf vielfältige Weise vom Steuerzahler bezahlt. Ob die wirklich gemeinnützig ist, weiß ich nicht, aber als Stiftung wird sie in der Regel vom Steuerzahler finanziert, ganz richtig. Und all das ist auch genau die Kritik, die ich da ja schon angebracht hatte, nämlich dass irgendwie NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, plötzlich uns reinfuschen, wie wir uns zu verhalten haben oder solche Dinge, also einfach die Regeln bestimmt werden dann plötzlich von Leuten und aufgrund von Dingen, die einfach nicht demokratisch abgestimmt sind, ne? Also die Nichtregierungsorganisationen in solchen Kontrollfunktionen finde ich definitiv auch fragwürdig. Und da bin ich ja offensichtlich nicht der Einzige, ne? Das ist ja auch gut so. Denn das macht jetzt Schule, das macht jetzt die Runde, das wird jetzt weitergehen, die Leute werden das mitkriegen. Auch wenn Sommerpause ist, auch im Herbst und im Winter werden wir das noch berichten, wenn da die Löschungsbeschwerden reinkommen oder sowas. Ja, und das erstmal zu dem Thema. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Pow-wow, würde ich sagen. Irgendwie Verfassungsschutz bei der Annette-Kahane-Stiftung, bei der Amadeo-Stiftung mit dem Boot. Ein echter Hammer. Eigentlich hätte es einem vorher schon auffallen können, aber viele Medien sind ja so wie ich, so wie klein. Da guckt kein Mensch hin, egal wie groß der Skandal auch ist. Ne? Stefan Kramer, hier steht noch, war lange Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland und ist heute Direktor des Europäischen Büros gegen Antisemitismus des American Jewish Committee. Was da aber nicht steht, ist, der ist Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, liebe Amadeo-Antonio-Stiftung. Das habt ihr wohl glatt vergessen, oder? Also hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall derselbe Typ ist und dass das jetzt keine Ente ist hier. Und wenn es keine Ente ist, dann ist es eigentlich eher ein Knaller, ne? Ein Skandal, mal wieder einer. Und das ist wieder einer, ein Skandal, der passiert auf der guten Seite und deswegen wird da auch nichts passieren, ne? Weil die kämpfen ja für das Gute. Und in dem Fall sogar der Verfassungsschutz. Ah, sicher, die Verfassung muss geschützt werden. Also das Grundgesetz. Diese Sache, die stinkt nicht nur mir und vielen anderen ganz normalen Bürgern. Sehr richtig. Nur haben sie es so lange nicht gemerkt, alle. Sondern selbst auf der linken Seite haben die Leute die Nase voll von der Kooperation der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem Verfassungsschutz. Was heißt Kooperation? Die Stiftung ist quasi der Verfassungsschutz. Okay, jetzt zeigt er so mal seine Quelle hier. Das hat er nicht so richtig, kann ich nicht so richtig lesen. Ist aber auch egal. Das Thema ist ja sogar durch. Das ist die Liste dieser Zusammenarbeit laut diesem offenen Brief.
Hier betreibt also eine Stiftung das Geschäft des Geheimdienstes. Sie hetzt Bürger auf gegen angeblich Rechte, die oft genug ganz normale, besorgte Menschen sind. Sie sammelt Geld ein vom Steuerzahler und von Spendern bis zum Abwinken, gibt sich als gemeinnützig aus und arbeitet in Wirklichkeit mit dem Geheimdienst zusammen, wenn sie nicht sogar von ihm gesteuert wird oder eben eine reine Tarnorganisation des Geheimdienstes ist. Ja, schön zusammengefasst. Liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, das geht gar nicht. Ihr macht euch doch total unglaubwürdig. Wie ihr aus dem Schlamassel rauskommt. Wir unterstützen euch gern dabei. Deswegen haben wir doch etwas vorbereitet. Klickt auf www.blackbox-vhs.de/AAS. Kommt endlich raus aus der Geheimdienstecke. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Und kommentieren, liken und teilen bitte nicht vergessen. Ja, danke. Ciao.